Hallo und herzlich willkommen zurück zu Falcom Limited, eingetragenes Warnzeichen mit Ray und Lucian. Jo, wir sind wieder bei Gothic Fleet Armada, wie man sieht. Wie man am Titel des Videos wahrscheinlich auch schon erraten hat. Weswegen es unflüssig ist, dass ich das sage, aber egal. Ja, wir machen da weiter, wo wir aufgehört haben. Wir haben schon Orks besiegt, wir haben schon rebellierende Chaos, also rebellierende Heretics besiegt. Und haben dort eine priorisierte Mission. Aber das ist mir egal. Mr. Knister spielt heute anstatt ich, deswegen tu, was du willst. Genau, weil der da war auf einer Kreuzfahrt und war in sowjetischen Landen und ist jetzt leider durch den Kommunismus korrumpiert. Deswegen übernehme ich hier heute das Kommando. Weil dem da können wir nicht mehr vertrauen. Genau, ich gehe jetzt nur mit der roten Fahne ins Bett. Ja, das dachte ich mir schon. So, ich kann die Mission in Port Mar noch nicht machen. Warum auch immer. Dann machen wir halt den Scheiß. Spire, we've confirmed the presence of the Chaos Flagship. The Inquisitor's agents inform us that this vessel is only lightly defended. You must recover any information about the enemy's plans from that ship. Once that task is complete, you are ordered to destroy the heretic vessel and remind these foul traitors the price of betraying the immortal emperor. Nobody betrays the immortal emperor. Ja, und er hat gleich als erstes die Supermission Datenbergung, die ich abgrundtief hasse, deswegen bin ich froh, dass er gerade spielt und nicht ich. Oh. Ihr werdet gleich sehen, was das bedeutet. So, wir haben 300 Punkte. Ich möchte auf jeden Fall dann unsere Dauntless 2 mitnehmen. Warum hat die eigentlich so einen Scheiß geskillt? Na, ist egal. Da warst du dabei, wo das geskillt hat. Ah, warte mal. Das hier ist unsere mobile Dauntless 2. Dann nehmen wir die mit. Und dann nehmen wir noch einen Gothic Cruiser mit. Und weil ich sie mag, eine Firestorm Fregatte. Dann sind wir eigentlich ganz gut aufgestellt. Versus Chaos. Ich nehme aber mal meinen Rosenkreuzer als Flaggschiff. Das macht, glaube ich, mehr Sinn. So. By the way, wir haben tatsächlich das Mikrofon, das Problem, your fleet has reached the Chaos Flagship's last known position. Davon ist ausgegangen. It is vitally important that you capture the enemy's plans from that vessel. Everything you Imperial lapdogs believe is nothing but a lie. Your false emperor will never reward you for this battle. He will not even know of your sacrifice. You turned away from the Emperor's light, traitor, and forever sealed your fate. Very well, Admiral Lapdog. Also ich sehe es jetzt nicht unbedingt als Opfer, wenn wir euch jetzt gleich den Arsch versohlen. Entschuldigung. Aber das ist eine andere Geschichte. So, ich denke, das ist erstmal eine ganz gute Aufstellung soweit. Und dann one of our ships must board the target to seize the plans. Ja, all troops have been briefed about a potential location of the plans on the enemy ship. Just bring us in a boarding range and we will do our duty. Das kriegen wir hin. So, dann stellen wir erstmal noch ein. Nahkampf relativ close. Und hier wollen wir auch in den Nahkampf relativ close. Haben hier natürlich auch noch die Torpedos dabei. Und einfach nur, weil wir es können. Das war total scheiße. Ja. Das macht nichts. Aber Lukas kommt rein, der zieht gerade so ein Stück rüber. Lukas, triffst du mit einem oder zwei vielleicht? Ja, komm hier. Ich hab doch mehr davon. Ist nicht so gut. Das Schild hab ich immer nicht gefressen, aber der hat einen Heritage schon gemacht, wie man sieht. Ja, aber wenn das Schiff sich da drüben mit der Firestorm-Fregatte beschäftigt, dann ist doch alles gut. Könntest du ja auch mal vorschicken, dass mir das ist. Ja. Eigentlich soll die das Ding ja auch angreifen, aber. Ah, nö. Enemy ship sighted. Ist verrückt. Orders received. So. Ship ready. Guck mal hier, die können sich da drüben befassen. Rumpfbruch, das ist nicht so schön. Initiate emergency repairs. Aber hier ruhig mal. Der wird gleich voll, der wird gleich. Yes, Admiral. Ja, die müssen die noch ein bisschen hinhalten. Der hat sich übrigens tatsächlich mit einem High Energy Turn gerettet. Die kleine feige Drecksau. Das macht nichts. Flieg ruhig darüber. Ich krieg dich schon. Helm coordinates acknowledged. Ja, jetzt gleich wieder abdrehen hier, das haben wir gern. Awaiting orders. So, 1 Minute 30 haben wir noch Zeit, also massig. Setting course. Können wir noch mal eigentlich was? Ja, ja, ganz entspannen. At your command. Ich treff sowieso nicht. Targeting liegt der echte das Asteroidenfeld rein? Ist das jetzt dein Ernst? Understood. Mach mal. Yes, Admiral. Scheinbar steht auf Schmerzen. Offenbar. Engines to maximum. Orders received. Genau deswegen geht mir Chaos ein bisschen auf den Piss. Weil die nur am Rennen sind, die kleinen feigen Hunde. Sehr schnell. Was willst du machen? Ja.
underway. Naja, schneller sein halt, ne? Cruising speed set. Du weißt doch, rote Farbe. Ja, jetzt wo du das so sagst. Hier kommen, weil ich den auch nicht kann. Gehen mir aber gerade wirklich ein bisschen auf den Sack hier. Helm coordinates acknowledged. So, because I'm so much faster than you. Because I have to. Und ja, damit konnten wir jetzt unsere Energieanzeige hier nochmal auffüllen, damit wir endlich mal rankommen an die Penner. Ah, das gibt's doch nicht. Nur Arm wegrennen. Echt nervig. Your orders? The enemy ship is trying to warp out with the objective. This is our last chance! Board it! Now! Ja, würde ich ja gerne. Los, komm! Ja, ich muss einen Lightning Strike machen, um die Data zu retrieven. I will seize back those plans from the flaming wreckage of your ship. And you shall suffer 1000 deaths as a sacrifice. Na, die haben doch auch nochmal einen Blitz. Oder? I do not fear the idle threats of a vile traitor. Navigator, engage the warp engine and set a course to Port Moor. Admiral, the enemy has seized back the plans. Ja, ich weiß, dass er die zurück hat, aber wie eigentlich? Ich meine, ich hatte Schilde oben. Der hat die theoretisch gar nicht morden können. Das verstehe ich gerade nicht so ganz. Engines to maximum. This was an easy victory. Es ist wirklich sinnlos. You were no challenge for my ships. Leichter Sieg von denen. Ja, leichter Sieg, nur weggerannt. Du hast dich verpisst. Danke, echt. We're going to follow these heretic ships back to their operations base. And wipe it out. Kann es vielleicht sein, dass die Mission gemeint war zu verlieren? Weil er auch gerade so sagt, wir verfolgen sie, bla bla. Möglich. Vielleicht war das tatsächlich sogar Absicht, dass sie verloren gehen. Das war dann mal nix. Leute, tut mir leid. Ich hätte doch weiterspielen sollen, aber das soll man machen. Mhm. Trotz dass ich vom kommunistischen Geist besiegt, hätte ich das besser hingekriegt. Mhm. So, dann gucken wir mal im Port Mar. Da haben wir noch eine Konvoi-Mission. Das finde ich eigentlich noch viel schrecklicher. Da gibt's. Es scheint auch nur eine Nebenmission zu sein. Da gibt es auch nicht viel zu sagen. Ja, Konvoi-Missionen sind relativ einfach, wenn du sie immer da im Seil hinpackst, wie ich es dir gezeigt habe. Mhm. Das geht dann einigermaßen. Also ich würde trotzdem hier nochmal unsere etwas schnellere Fregatte mitnehmen. Einfach aus dem Grund, dass die dann halt mal ein bisschen hochkommt, dass wir da auch mehr Fähigkeiten drauf kriegen, damit sowas nicht wieder passiert. Ich hätte in der letzten Mission auch vielleicht lieber auf zwei schnelle Schiffe setzen sollen. Ja, gut, oder wann gegen was du kämpfst. Ich meine, gut, ja, Chaos-Truppen sind halt recht schnell. Ja. Dafür, dass es keine Elder waren. One. Two. Three. Kannst du schon die Kurs setzen? Ja, jetzt sind schon mal den Kurs dann, wo du startest. Your orders. Changing course. Ship ready. At your command. Engines hot. Sie werden durchfliegen. Können sie, aber dadurch nimmst du Schaden. Nein, ich meine den Torpedos. Ja, können sie. Ah, okay. Ich dachte, understood. Glaub nicht. Also wenn dann nicht alle. Wir werden sehen. Scheint meine Torpedos nicht zu beeindrucken. Nein. Yes, und das ist ein relativ großes Schiff. Gott sei Dank sind Orkschiffe relativ groß gebaut. Yes, Admiral. Yep. Course plotted. Ich erstmal sowieso gleich rammen. Weil es Orks ist. Ship ready. Los, komm, bewegen. Engines to maximum. Ja, ich weiß, dass ich jetzt identifiziert wurde, ist mir aber auch relativ egal. At your command. Because rumming into space. Enemy ship sighted.
Yes, Admiral. Lol. Ist ein kleines bisschen. For the Emperor. Ist das jetzt dein Ernst? Was sollte das jetzt darstellen? Das hat ja nicht mal die Schilder angekratzt. Naja, es hat ein bisschen Hüllschaden gemacht, aber nun wirklich nicht viel. Ja, also. Aber komm, das war ja nix. Change in course. Das war ja Bullshit. Aber haben die überhaupt irgendein großes Schiff da hinten wahrscheinlich, mit dem ich rumprügeln würde? Da fehlt doch eins. Na, das ist auch bloß. Hier, das wird das große Schiff sein von denen. Awaiting orders. So, ja, ihr geht rein. Look on target. Yep. Engaging. Na los, komm. Target locked in. Komm, der rammt nochmal. Der will nochmal ran. Ah, vorbei. Ship ja, fuck, ready. Ja, dann machen wir Boost, würde ich gerade sagen, jetzt ist es eh infiziert. Ja. Ja, Boost zu Ende. Ist das geil. Was für ein Idiot, ey. Von dem Transporter kaputt gerammt werden, das hat schon echt Style. Ja, also, doch, ohne Scheiß. Sind die Orks da echt Nervtöten mit sowas, aber wenn die kleinen Fliegen da sich gegen die Rumpfe knallen, dann ist das Scheiß drin. Cruising Speed. Ja, ich weiß, ich treffe meine eigene Fregatte. Ist doch relativ egal. Machen wir einfach nur aus Prinzip. At your command. Oh, Moment. Wir wollen ja keinen Schaden nehmen. Was ist hier kaputt gegangen? Naja, es war ja kein direktes Ramm. Aber so gut wie. Es war ja kein direktes Ramm. Aber so gut wie im Arsch. Engaging. Ah, da ist der große Promo. Underway. Yes, Admiral. Your orders. Underway. Das war ein. Wow. Genau das Schiff ist. Ach ja, übrigens, Rammen ist eine Taktik, die ich nicht nur Orks beherrschen. Das stimmt. Ja, tatsächlich sind die imperialen Schiffe mit dem Rücken gar nicht mal so ungeeignet dafür. Naja, also zumindest on front. Ja, deswegen ja, on front sind die gar nicht so ungeeignet dafür. Aber diese Torpedo ist gerade abzufahren, war völlig blöde. Nicht, dass da reinfliegen. Ja, merke ich gerade. Oh, du bist gerade hinten, klick mal hinten. Das war die Ork-Start-Ding, nicht das Ankommen. Ach so. Ja, ja. Da war ja was. Jetzt passt. I took him up. Ach ja, übrigens. Ihr seid scheiße. Bewegst du dich mal? Das macht nichts. Erhöhen mal die Schildladerate. Schieß besser. Nur wenn wir es ihnen sagen, schießt sie besser. Ey Leute, schießt besser. Alles klar. Ja. Da hat jemand eilig. Awaiting orders. Ja, verdammt, ja, zu spät. Ach, ist egal. Engine's hot! Der kriegt maximal noch einen zu spät. Rammkanon, was man nicht mehr selber erstmal aufladen muss. All ahead full! Oh! Das könnte blöde sein. Orders received! Ah, ich hab eher Angst um den da. Ihr da! Engine, stopp! Orders received! Ach, naja, gut, das hat jetzt nicht allzu sehr weh getan. Habt euch mal nicht gegen, Leute. Jetzt haben sie sich im Arsch. Constantly babysitting hier. Ja, ist aber schön zusammengezogen. Ja, man sollte meinen, dass dann wirkliches Denkvermögen bei der Crew denkt, oh, wir rammen ja gegeneinander, aber nein, nicht so Warhammer. Jetzt schlag erfolgreich. Schade eigentlich. Da ist bloß ein eigenes Schiff. Ah, meuternder Kapitän, ne? Das ist aber nett. Die Orks sind da sehr anfällig, das Meuten hingeht, aber vernichtigen! Yes! For the Emperor! Das hat zwar eine eigene Fregatte gekostet, aber was soll's? Du hast so deine Fregatte vernichtet, aber scheißegal. Tja, das sind Opfer, die gebracht werden müssen für den Imperator. Verzeihung, für den Gott-Imperator. Ach, die haben noch ein Schiff? Nein! Deswegen sage ich, das ist die beste Taktik, wenn du das außen machst, weil die einfach nicht rankommen. Your orders! Helm Coordinates. Da ist doch bloß wieder irgend so ein Kleinkram hier. Enemy ship sighted. Nee, das ist ein großer. What? Ne? Wo haben die den her? Das meine ich ja, wenn du immer die Schiffe an einen Rand setzt, dann. Activating tactical cogitators. Helm Coordinates acknowledged.
Yes, Admiral. Engines hot! Irgendwelche Leute versuchen uns Werbung anzudrehen. Meine Frau verscheucht sie gerade vom Fenster aus. A transport ship has escaped. Sehr löblich, sehr löblich. Das würde ich auch. Understood. Darf ich die trotzdem noch töten? Ach, sehr gut, Team natürlich. Ich glaube, ich weiß nicht, ich glaube, wenn die beiden sind. Ja, genau. Wunderschön. Boah, sie verschwinden. Das ist ein Stealth-Schiff, hätten die nicht eher stealthen können? Nein. Das ist wie erst in einer Minute noch um was Warp-Ding, bla bla. So ein bisschen manchmal so, naja. Damit vom Spiel her passt schon doch. Wunderbar. Hat er da noch ein bisschen hinbekommen, der Kleine. Aber ja, er lernt noch. So, dann sind wir theoretisch fertig und können den Zug beenden. Ich möchte bitte in TR-0540 irgendwas wohnen. Without the information from the enemy flagship, our own deployments are scattered far and wide. The enemy has adopted a hit-and-run strategy against many of our positions throughout the Gothic sector. Due to the confusion from these harassing attacks, the resupply teams of the Adeptus Mechanicus on Port Moor are overwhelmed. For now, you are authorized for only one deployment with your fleet, Admiral Spire. I have ill news, Lord Admiral. We have just received a message from the planetary governor of Purgatory, an important imperial world in the Auras subsector. Transcribing this message cost us the life of one of our astropaths. Chaos forces have landed on the planet. There are too many. The enemy has broken through every defense. The heretics got what they came for, a powerful relic called the Hand of Darkness. They're here. Oh! Man sieht ja scheiße aus. The existence of the Hand of Darkness was only known to a few Inquisitors and the Governor himself. It is an ancient artifact of great power, and we must not allow Abaddon to use it against us. Lord Admiral, we have to retrieve this artifact at once, for the safety of the Gothic sector. Agreed. Admiral Spire, I am dispatching you and your fleet to stop the Chaos ships from escaping from Purgatory with the Hand of Darkness. Recover it at all costs. Um jeden Preis, das höre ich immer gerne. Gerade im Warhammer-Universum. So, erstmal würde ich dann aber gerne, nee, nicht dahin, nach Port. Ach so, genau, zur Station. Ja. Erstmal die Flotte ein bisschen aufrüsten. Ein paar neue Vorhänge, ein bisschen Vision durch, weißt du, neue Teppiche. Ich wollte gerade sagen, ein paar richtig schöne blaue Teppiche und goldene Vorhangstangen. Warum willst du denn noch Smurfs machen oder was? Mit deinen blauen Teppichen? Nein, wir machen das zu einem neuen Ship Purge. kannst du, Ja. So, dann hätte ich gerne das da. Du kannst auch vergeben, ne? Ja, mach mal gleich. So, und das hier ist ja unser fetter Kreuzer. Der kriegt mehr Schilde. Einfach, weil es ein fetter Kreuzer ist. Also. Ich will trotzdem bei Gelegenheit auch bei dem fetten Kreuzer die Triebwerke mal aufzurüsten, dass die denselben Speed haben wie die Dauntless-Dinger. Das ist manchmal ganz effizient, wenn die wieder so schnell sind. Aber nicht ganz so wichtig, aber... Muss ich das hier jetzt noch irgendwie bestätigen? Achso, der hat mehr Crew-Punkte. Ah ja, okay. So, und bei euch, warte mal. Servitoren waren, glaube ich, für Spezialfähigkeiten. Ja, genau. Ein Träumchen. So. Du kannst auch die Eskorten. Ja, nö, dafür ist mir mein Ruhm momentan. Echt? Die sind schlau, glaube ich. Die sind, glaube ich, günstig bei den Fregatten. Ich sagte, dafür ist mir mein Ruhm momentan zu schade. So. Zurück zum Gothic-Sektor. Ich finde sowieso das Prinzip geil, dass man Ruhm ausgeben kann. Wenn du quasi alles ausgegeben hast, kennt dich kein Schwein mehr, wenn du genug gekauft hast. Wer ist der Typ? Hatten wir nicht gerade 3 Welten verloren, jetzt sind es nur noch 2? Ja, wir sind so gut. Hättest du eine Fregatte aufgerüstet noch, wärst du noch eine Welt gewesen. Verdammt. So, auf nach Purgatory. And is heading for the edge of the Purgatory system to enter the warp. Admiral Spire, you must stop the enemy fleet from retreating. And recover the artifact the heretics snatched from the planet. Lord Admiral,
The best way to accomplish these goals would be to put a blockade around the entire system. Indeed. I've already given that order, and multiple battle groups are en route to the Purgatory system as we speak. I've commanded the battle groups to form the blockade in the Chaos Fleet's path to keep them from entering the warp. Understood, Lord Admiral. I am ready to sail out and meet the enemy. Get him! So, also es geht wieder gegen das Chaos, also sollten wir hier wahrscheinlich wieder auf Geschwindigkeit setzen. Was ist das für eine Mission? Eine Blockade. Blockade. Ja. Dann ist es fast eigentlich egal, ob du schnell machst, weil du sie blockierst. Oh naja, man weiß es nicht. Ja, aber die kommen dann relativ schnell in die Evac-Zone. Das heißt, je weiter ich denen entgegengehe, desto besser. Admiral Spire. The Imperial Navy has set up a blockade around the Purgatory system in order to trap the Chaos Fleet and recover the relic. Some additional defense platforms have been deployed in the region to reinforce the blockade. Admiral, the defense platform has been fitted with warp inhibitors, which can disable the warping capacity of the enemy ships. Every Chaos vessel must be destroyed before it can reach the edge of the system and escape our wrath. Zwei oder drei haben davon. Zwei. Mindestens eine davon müssen wir verteidigen. Ich würde sagen, wir fokussieren uns auch auf eine. Und zwar die linke. Ach so, das darf ich natürlich nicht. Weil wegen ist halt so. So, alles klar. Ready. Orders received. Yes, Admiral. So muss die blöde Station halt nicht viel aus. Ja. Das ist eine relativ schnelle Asche. Das ist mit den Transportern, das ist ein bisschen blöde. Ja. Helm Coordinates acknowledged. Wir haben zwar selber, glaube ich, eine Waffe gekauft. Haben zwar selber, glaube ich, auch Verteidigungswaffen, aber das ist nicht viel, leider. Your orders? Awaiting orders. Dann haben sie halt eine Prop, das ist mir momentan relativ understood. Egal. Underway! Hey, eine Fregatte wurde nicht entdeckt. Jetzt unterschätzen sie dich. Underway! Wahnsinn. Ship ready. Ja, sieht man schon das Problem bei Chaos rum. Die haben relativ gute Range. Selbst der hintere hat schon, schießt schon mit seinen Lanzenwaffen fleißig auf unser Flaggschiff hier. Awaiting orders. Aber wir schenken ja auch ganz gut ein gerade, das ist gut. Ja. Orders received. We are the Imperial Navy. Oh, stopp. Setting course. Keine Sache gerade. So, hier haben wir einen Rumpf. Oh, nicht gut. Resuming normal functions. Die haben die jetzt nicht gerammt, echt nicht. Ja, du hast die geschrammt halt seitlich, aber das war's. Ja, ein bisschen gescrapt halt, aber das ist jetzt nicht unbedingt so der... I took a mark. Schießen deine beiden Fregatten auf die? Ja. Okay, sehr gut. Orders received. Okay, den hat's zerrissen. Activating tactical ja, das ist mir aber auch relativ egal gerade. Ist egal. Dass es den zerrissen hat. Engines hot. Das ist halt nichts. Ja, und das müsste noch... Targeting enemy vessel. Ja, da hinten ist noch ein großes. Setting course! Wo kann ich erstmal zur Station fliegen? Dieses lauert gerade da hinten und links, das schießt mir sogar auf dich. Activating tactical cogitators! Ja, da flogen gerade durch die Asteroiden, flog gerade zumindest ein Strahl. Ja, also ich fokus mich jetzt erstmal auf diesen einen Gegner, so. Den ich gerade auch sehr erfolgreich auf die Folge. We are the Imperial Navy! Ist halt so ein bisschen das Problem, dass die hier nur am Wegrennen sind. Ich würde jetzt aber trotzdem die beiden Fregatten mal abziehen und schon mal in die richtige Richtung los. Admiral Spire, the defense platforms are under attack. We need your fleet's protection to stop the Chaos Fleet from breaking through. Target locked in. Weil der da hat's echt gleich erlebt. Yes, Admiral. That's your command. Ja gut, ein großes Schiff noch, und dann hat sich's erledigt. Das war jetzt relativ easy. Changing course! Normalerweise stürzen sich die Schiffe eigentlich direkt auf die Station und ignorieren dich mehr oder weniger. Mm. Das ist nämlich auch das Problem. Da stürzen die sich mit vier Schiffen auf eine Station immer. Du versuchst sie davon abzuhalten und die ignorieren dich einfach komplett. Ja. Und zerbasteln die Station. Das ist immer das Nervige dieser Verteidigungsmission, zumindest im Solo-Play. Entweder haben sie es jetzt allgemein ein bisschen gefixt, oder sie haben halt die Kampagne in der Kampagne so ein bisschen vereinfacht. Awaiting orders.
Der ist immer noch dort. Ja, der macht ja, ich muss Schiff aber auch um das Asteroidenfeld so ein bisschen wenigstens drum rum. Weil ansonsten kriege ich hier echt ein bisschen viel Schaden. Nein. Wir haben doch die Fähigkeit, dass wir zusätzlichen, also dass wir den Boost hier nochmal aufstellen können. Ja, stimmt, das war schon, da haben wir uns ja gegen diesen Job. Ja. War auch die richtige Entscheidung. Ja, ja. Awaiting orders. Course plotted. Ja, das ist ja normale Wessel. Your orders. Ja, eine Hellbringer halt. Was ja. Sonst? Engaging. Achso, die. Ja. Changing course. Ship ready. Genau, vielleicht zieht das Ding jetzt endlich mal aus dem Asteroidenfeld raus. Lock on target. Ach, wir werden es gleich zerbastelt haben. Awaiting orders. Ja. Für die Emperor! Okay, your orders? Naja, die setzen den halt im Brand. Bisher, wenn er jetzt repariert hat, wegen Rundfunk. Helm Coordinates acknowledged! Ja, jetzt ist Schuss. For the Emperor! And a blaze. Zweimal. Cruising speed set. Yep. Wir haben dich im Back gesteckt. Changing course! Jedenfalls. Ziehst du nur eine schöne Kurve mit deinen Schiffen? Ja, ja, wie immer. Cruising speed set. Ja, aber jetzt fängt er an, auf die Station zu ballern. Engines to maximum! Ich glaube, der hatte vorher einfach mal an. Engines hot! Ja. Und jetzt fängt er mit den Power Lenses. Underway! Aber das Artefakt muss ich jetzt nicht irgendwie bergen, ne? Das. Ich glaube, das schützt man sich da, du musst jetzt nur noch teilen. We are the Imperial Navy! Echt jetzt, Blitzschlag? Was das jetzt noch? Ernst gemeint? Combing through the enemy wreckage to reclaim the hand of darkness. You are to be congratulated for keeping this artifact out of Abaddon's grasp. Tja, mal wieder Abaddon, the failure. Wegen der Spoiler. So. Ich würde sagen, der Vorteil ist bei Gothic Fleet Armada ist, die Aufnahmen sind relativ sparsam. Wir haben jetzt eine halbe Stunde und sind gerade 4,1 Spy, you've done it. Dadurch, dass du viel Hand of Darkness has been seized from a chaos vessel and transferred into my keeping. You must escort my ship out of the purgatory system, so that we may reach Port Moor and secure the artifact. Your conduct in the battle was exemplary, Admiral Spire. You've brought great honor to yourself and the Imperial Navy. Wenn hier nochmal irgendwer irgendwo Imperial Navy schreit, raste ich aus. Ich sag nur, we are the Imperial Navy! Ach was. I got it. Immer noch Jahr 140 im... My agents have recovered the Hand of Darkness from the wreckage of a Chaos ship. I am now carrying the relic on board my vessel. My fleet is on its way to you now, Inquisitor. Die Frage ist, wenn wir jetzt hier erstmal diese Mission hier in Corain machen zum Beispiel. Das ist keine Mission. Achso, ich dachte, da kann man was machen, wenn die Orks angreifen. Achso, bei nur zwei werden angezeigt. Na, hier. Das ist aber in einem ganz anderen, Nein, hier oben, zwei. Achso. Ich vermute mal, das ist wahrscheinlich was Naheliegendes, weil das heißt, also ich denke mal, das soll heißen, dass zwei Planeten in Anführungsstrichen unter Angriff sind, aber du hier wahrscheinlich noch nichts machen kannst. Ja, oder du machst wirklich erst die priorisierte Mission machen. Deswegen wollte ich ja fragen, was passiert, wenn du theoretisch die priorisierte Mission nicht machst, aber wahrscheinlich kannst du sie nicht ich machen. Ich kann aber erstmal zum Hafen zurückkehren. Alles klar, wie so. Chillax, Alter, ich baue so meine Schiffe wieder auf. Genau. Ich bin viel zu bekannt geworden, ich muss meinen Ruhm ausgeben. Bleib mal cool, wir sind gleich wieder da. So, okay. Belassen wir es dabei. Ich weiß nicht. Ich bin irgendwie mit dem Schiff hier noch nicht so. Ich pack halt auf die Firestorm noch irgendwas, mein Gott, wenn du die immer mitnimmst. Ich bin mit dem Schiff hier nicht so ganz glücklich mit der Sonde und diesem panzerbrechenden Munition. Ich würde hier gerne noch ein schnelles Schiff draus bauen. Du könntest so einfach, weil du hast den Slot, du weißt, dass du das Ding theoretisch auch verkaufen könntest, also wegpacken könntest, ein neues reinpacken könntest. Ja, ich. Will ich ja. Achso, ja, das kannst du machen, klar. Weil ich würde auch hier dann darauf setzen zu sagen, als Fertigkeit ebenfalls erstmal diesen und auch hier wieder zu sagen, jo, nehmen wir das mit. Und hier könnten wir dann nochmal eine Dauntless reinpacken, aber wir haben ja erstmal genügend Schiffe, also... Willst du nicht die Firestorm, die du mitnimmst, noch was machen mit? Mm-mm. Wenn du sie immer dabei hast. Unwichtig.
gibt's jetzt keine Upgrades, die wirklich. Ja, mein Gott, du hast doch genug hinein. Admiral, I need you to stay on alert. Now that the Hand of Darkness is in our possession, Abaddon will probably do everything he can to retrieve it. We must not let this happen. Na, ich bin mir nicht so sicher. Hand of Darkness und Hand der Inquisition, rebellierende Inquisitoren oder sagen wir Inquisitoren, die nicht vorgeben, was sie sind, ist ja jetzt auch nicht so selten vorgekommen in Warhammer 40k. Mal sehen, wo es noch hinführt. Ich wollte das jetzt eigentlich nicht sagen, aber gedacht habe ich mir sowas ähnliches. Ja, ist aber es war ein bisschen sehr früh. Wahrscheinlich kommt es erst später. Mal sehen, was Horst so sagt. So, Mission Widerstand. Was ist denn eine Widerstandsmission? Ich habe keine Ahnung. Das ist so ein Fragezeichen, Gero. Ah. Ach so. Ah, aha, okay. Verstehe. Also im Prinzip Assassination, nur dass wir verteidigen. In dem Falle nehmen wir Combat-Schiffe mit. Große, fette Combat-Schiffe, weil der Gegner muss zu uns kommen. Und der kann nicht seinen Pussy-Movement-Scheiß abziehen, sondern muss sich hier richtig klatschen lassen. Wir nehmen trotzdem mal noch ein schnelles Schiff mit. Nehmen wir unsere neue... Ach nee, die hier ist dann näher dran am nächsten Update. Nehmen wir erstmal die mit.